Wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück zu Seven Days to Die, hier in einer Idylle, kurz vor Sonnenaufgang und immer noch in der Stadt. Sichtweite ist nicht sehr weit, doch man sieht schon mal einen kleinen Müllplatz, den ich auf jeden Fall besuchen werde. Ich werde jetzt zunächst einmal hier unten die letzten Kisten öffnen und looten. Wir müssen ja schauen, was wir Schönes wiederfinden und ob da noch was Tolles dabei ist. Bisher bin ich, man kann sagen, durchaus zufrieden. Immerhin hier bisschen lilane Axt und blaue Axt, blaue Pickaxe. Wir haben schon eine gelbe Pickaxe gescrapped. Insgesamt gar nicht mal so schlecht. Im Notfall würde ich hier die Tür auch noch wegscrappen. Brauchen wir nicht. Aber mal schauen. Jetzt zunächst einmal die hier mitnehmen und da vorne wieder runter. Weil da sind ja noch ein paar meiner Woodframes. Die wollen wir ja nicht verlieren hier. So geht das nicht. Wir müssen sparsam sein. Und jetzt erstmal schauen, wo hier ein paar Freunde sind. Sie wünschen. Naja, komm, der hätte auch ein bisschen besser sein können. Bei mir ist gerade Samstagabend, also wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen, das Übliche halt. Weil sonst ist es zu kurzfristig. Natürlich, wie konnte ich nur? Okay, wahrscheinlich, weil ich wusste, dass es hier kein Bier gibt. Mich interessiert doch nur Bier. Ich weiß, die sollte man nicht scrappen. Ich werde sie aber noch scrappen. Weil ich keinen Platz dafür habe, damit jetzt rumzulaufen. Aber erstmal hier die Sachen noch durchschauen, die ich noch nicht habe, beziehungsweise schon mal besucht habe. Ah, was zu trinken. Ist ganz nett, kann man machen. Hier schauen wir auch mal ganz kurz rein. Alkohol ist immer gut, wenn ich nachher Lust habe, wegzurennen. Scraplet ignoriere ich jetzt mal weiterhin gekonnt und wir gucken mal, was wir noch so Schönes finden können. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet eine tolle Woche. Der Anfang in diese Woche war für mich auf jeden Fall richtig gut. Das lasse ich mal da. Weil immerhin hat Mainz gegen Schalke gewonnen. Und das war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Hier muss ich mal ganz kurz aufpassen. Hier haben sie nämlich gegengeschlagen, aber sie sind nicht reingekommen, von daher alles ruhig. So, jetzt erstmal ganz kurz gucken. Noch eine lila Feueraxt. Du wirst gescrapped, es tut mir leid. Und wir nehmen die schlechtere von beiden. Ist nicht schlecht. Das sieht schön aus, das macht Spaß damit aufzukloppen. Wenn wir jetzt noch eine lila Pickaxe finden, bin ich noch mehr zufrieden. Denn dann können wir hier richtig loslegen. Ja. Du wirst gescrapped. Du wirst gescrapped. Du wirst gescrapped. Du. Moment. Du wirst gescrapped. Du kommst mit und ich brauche mir sogar gleich. Ich will ganz kurz gucken, ob ich schneller bin als er. Ja, bin ich. Du wirst gelesen. Du bist nur ein Stock, aber dich nehmen wir trotzdem mal mit. Tschüss, warte. Gleich. Jetzt bin ich weg. Vielen Dank. Also, zufrieden. Ich bleib dabei. Ich bin weiterhin zufrieden, weil jetzt haben wir zwei hier eine Pickaxe. Und wir haben eine Linie eine Pickaxe und zwei Linie eine Feuerwehräxte. Da macht das Looten doch schon gleich viel mehr Spaß. Und noch was viel wichtiger ist, da wird das, wie heißt gleich? Nee, ich werde auch das Ei wegschmeißen. Und wir machen aus dir erstmal wieder ein paar Arrows. Da wird auch gleich das, was heißt gleich? Da wird demnächst das Bauen noch mehr Spaß machen, weil... Das wollte ich gar nicht. Weil mit so einer Geschichte kann man auf jeden Fall ordentlich bauen, weil man schnell looten kann. So, erstmal gucken hier. Noch ein paar Zombies. Toll. Jetzt habe ich schon die guten Pfeile gefunden. Ich will die eigentlich auch nur abfeuern, weil sie mir halt sonst einen Platz wegnehmen. Sonst würde ich sie ja gar nicht nutzen. Ich nehme mal mit.
Sie töten wir ebenfalls. Und zwar ein gezielter Schuss in den Kopf. Das deckt sich, das ist gut. Da vorne haben wir noch einen Laden. Was bist du denn? Was bist du denn? Ein Pop, ein Pilz. Na, da können wir noch mal gucken gehen. Medizin ist eigentlich immer was Praktisches. Der Hunting Receiver wird gescrapped. Wir haben nämlich einen besseren. Der Shotgun Receiver wird gescrapped, weil wir haben einen besseren. Da können wir nichts machen. Hier werde ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen Medizin mitnehmen gehen. Wie sie langsam aufploppen, die Zombies. Ja, sie sind tot. Das hätte ich aber auch gedacht. Hinten ist nichts. Du hast nichts. Du bist null und... Ja, komm. Haben wir eh dabei. Es deckt sich. Dann ist alles gut. Was gibt's denn Neues? Nicht viel. Oh, wir haben noch eine Pistole. Guck mal. Jetzt werden wir ganz kurz... Ah, doch leicht laggend noch. Ich weiß nicht wieso. Schade eigentlich. Stirb. Na also. Zwar ein bisschen gedauert, aber das ist okay. Kann ich immer alles sofort klappen. Warum krümmst du dich nicht? Naja. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Habe ich ja schon mal gesagt, das müsste eigentlich komplett sein, ja. Tun wir hier einmal ganz kurz assemblen, dann wieder schließen und dann wird die hier gescrapped. Weil warum sollte ich mit so einer blauen rumlaufen, wenn ich schon eine violette habe? Die haben so die Tür aufgemacht. Das ist unglaublich freundlich von Ihnen, meine junge Dame. Wohin möchten Sie denn? Ignorieren Sie mich. Jetzt ist zu spät. So. Dann essen wir dich gleich. Dich nehmen wir mit. Jetzt wollen wir nochmal schauen. Nein. Zu viel gegessen, wie es scheint. Wollen wir mal schauen, was wir hier noch Tolles finden können. Mir gefällt dieser dauernde Einbruch der FPS-Zahlen, ehrlich gesagt, gar nicht. Weil es ein bisschen nervig ist. So. Nichts. Ah, ein Bier. Bier ist immer gut, das habe ich schon häufiger gesagt. Kommen wir mal noch Platz für das Wasser. Noch sind wir da nicht bei einem vollen Stack. Sollen wir noch mal schauen. Oh, der ist noch da draußen. Leider ist unser Inventar schon zu voll. Denn inzwischen kann ich fast nichts mehr mitnehmen. Und wir sind jetzt inzwischen wieder mal über 100 Wellness. Das muss gefeiert werden. Darauf erstmal ein paar Pillen. Oh, Medikit. Warte mal, wir müssen dich scrappen und müssen dich mitnehmen. Weil ein kostenloses Medikit kann ich nicht hier lassen. Das geht nicht. Ich habe auch keine Lust jetzt noch die einzelnen Teile. Also Blutband-Dinger nehme ich jetzt nicht mit. Die Blood-Train-Teile. Das auch. Wow. Was ist denn hier los schon wieder? Das Spiel mag mich nicht mehr. Okay, ich habe eine meiner letzten Folgen, die vom Samstag genannt, so dumm sind sie doch nicht. Ich kann das, glaube ich, zurücknehmen, weil der jetzt echt versucht, die andere Tür aufzuschlagen, anstatt die offene Tür zu nehmen. Oh, nochmal was. Auf dich, mein Zombie-Freund. Prost. Und dann muss ich leider auch wieder nach Hause gehen. Das ist ein bisschen schade. Ich wäre ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen hier gewesen. Weil, naja, es ist eine neue Stadt. Beaker habe ich schon, brauche ich nicht. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach mal im allergrößten Notfall die Splints da lassen. Wow. Also hier gibt es echt viele Pillen. Nehmen wir auch mit. Ich werde mal ganz kurz schauen. Dich kenne ich, glaube ich, schon, aber ich lese dich trotzdem nochmal. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Nein, verwirrt. Du bleibst da. Und noch hier die letzte Reihe. War ich sogar schon. Hier auch? Ja, gut, jetzt haben wir nur noch das hier. Da kommen wir aber schnell rein mit unserer neuen Power-Axt.
und unserer neuen Power Pickaxe. Das macht so einen Spaß. Das glaubt ihr nicht. Das macht Spaß. Ich glaube, dann werde ich doch schon ein bisschen früher an die Baufolgen gehen. Weil, warum auch nicht? Immerhin habe ich jetzt sehr schnell die Sachen, die ich haben will. So, du gehst raus. Mehr Wasser will ich nicht. Pika will ich immer noch nicht. Dich auch nicht. Dich nehmen wir mit. Ansonsten nichts Tolles dabei. Schade. Zum Abschluss nochmal eine Pille. Und nichts. Sehr gut. So, jetzt haben wir uns diesen Laden hier auch mal angeschaut. Wir nehmen natürlich wieder unseren Pfeil und Bogen in die Hand. Denn ich will nochmal ganz kurz gucken, was die Stadt noch so zu bieten hat. Ob hier noch irgendein Point of Interest dabei ist. Sprich eins dieser Gebäude. Nein. Du interessierst mich nicht. Da hinten ist ein Bandenhaus. Ist natürlich sehr nett mit den ganzen Garagen. Unglaublich schön. Hier muss ich nochmal irgendwann herkommen. Aber wir merken uns den Punkt ja ganz einfach. Bist du tot? Nein, bist du nicht. Aber jetzt. So, wir werden uns den Punkt hier auf jeden Fall merken, dass wir uns die ganzen restlichen Gebäude vornehmen können. Was wir auch mal machen können, ist, wir ersetzen das, tun das Bier hier runter, weil dann hauen wir uns ein Bier rein, dann können wir dauerhaft sprinten. Das ist sehr viel angenehmer, als dauernd warten zu müssen, bis irgendwas geht. Nehmen wir uns hier noch ein paar Autos mit. Vielleicht finden wir da ja was Gutes. Aber nicht hier. Mach mal keinen Stress, du Crawler. Ich hab dich gesehen und ignoriere dich trotzdem. So einfach ist das. Nichts, okay. Wir müssen natürlich auch schon allein wegen den ganzen Müll halt nochmal herkommen. Ich denke, das ist auch klar, weil da kann man immer mal wieder was Tolles finden. Speziell, weil da ja überall Safes drauf sind. Na, dich habe ich gesehen. Na, toll. Jetzt habe ich auf Federn gehofft, aber nein. Natürlich nicht. Wir könnten übrigens auch dich raustun. Ich brauche keine drei Arten von Pfeilen. Die nehmen wir mit. Und wir könnten die sogar gleich assemblen, weil wir dadurch hier noch diesen Spaß haben. Sehr gut. Nicht funktionstüchtig, aber immerhin. Wir könnten sogar dich auch gleich mal nehmen. Tja, wer sich anschleicht, kriegt ein paar ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, welche der Shotgun-Bücher ich gefunden habe und einfach gelesen. Ich habe es einfach mal als gegeben hingenommen. Neue Pfeile, das ist gut. Aber dieses Gelecke gefällt mir nicht. Es ist auch kein richtiges Lecken, es sind einfach nur diese Mikro-Ruckler. Ein schwieriges Wort. Durchaus kompliziert. Wir haben inzwischen eine Stamina von 104. Das hätte man vor ein paar Folgen noch nicht denken können. Aber natürlich auch die Venison's Two gefunden und die ganzen Pillen eben. Die auf jeden Fall ein bisschen was bringen. So. Wir haben keine Fehler mehr gefunden. Schade. Ich habe schon wieder zu viel gehofft. Was wir auch machen können, ist so ganz nebenbei, wir assemblen auch noch die beiden Sachen hier. Und haben wieder einen Spot frei. Man muss das Ganze auch ökonomisch sehen. Ja, das sieht nach Schneebiom aus. Das sieht sich gar nicht ökonomisch an. Und aus dem Grund ist es mir sogar ganz recht, dass es gleich nach Hause gehen wird. Bandana interessiert mich nicht. Dieses Vogelnest aber schon. Schade. Hier sogar eine Mischung aus allem. Ah ne, es wird zu Sand. Es sah aus wie Schnee bei mir. Wow. Auf jeden Fall ist es besser, als wenn es halt ein Schneebiom wäre. Weil Schneebiom ist immer unschön. Das heißt Schneezombies. Schneezombies sind fruitable. Und das Ding ist ganz schön groß hier, muss man sagen. Das ist eine riesengroße Stadt. Hier muss doch noch irgendwas Interessantes für uns sein. Keine Stamina mehr. Moment. Ihr hilft. Hier muss doch noch irgendwas sein. Am liebsten natürlich so ein Born and Noble. Das würde ich richtig gerne sehen.
Weil, naja, Bücher und Rezepte und dich habe ich gesehen. Perfekt. Ich brauche noch das Crossbow-Buch. Ich will endlich auf Crossbow umsteigen. Ich glaube, ich habe seit der Alpha 13 noch keinen Crossbow gehabt. Gucken wir uns ganz kurz mal an. Das ist schon eine große Stadt hier. Die werden wir uns nochmal einspeichern. Stadt. Ups. Looten. Nur einmal noch durchlaufen. Komm. Gib mir noch so ein schönes Gebäude. Entweder ein Shotgun Messiah oder ein Born and Noble. Sprich, entweder will ich noch ein paar Bücher lesen und wenn ich schon keine Bücher bekomme, will ich Knarren haben. Ah, hier sind jetzt zu viele, um das Auto zu looten. Das wird es nicht wert sein. Jetzt laufen wir mal hier so quer durch, nachdem wir uns dieses Vogelnest mitgenommen haben. Danke. Paar Gebäude. Sind jetzt aber auch keine großartig berühmten Gebäude, wo man sagt, da muss man rein. Aber es sind relativ normale Häuser. Gut, da könnte sich oben ein Waffenschrank verstecken. Jetzt die Frage, ist das schon wieder der Ding, wo wir vorher waren? Ich glaube ja. Oder? Ist das hier ein neuer Laden? Wollen wir doch gleich mal gucken. Das ist ein neuer Laden. Was ist das denn für ein Laden? Und. Ich dachte, da wäre ein Vogelnest. Was haben wir denn hier? Born and Noble oder Shotgun? Es ist ein Shotgun Messiah. Ist gut. Und vorbei. Nicht schön. Ich schäme mich gleich. Und zwar richtig. Hallo? Merken Sie nicht, dass ich hier bin? Irgendwie will es gerade nicht. Ich treffe nicht mehr. Schon besser. Ich dachte schon, ich hätte es verlernt. Oh, jetzt weiß ich ja, warum das so am extrem am Laggen ist. Wir haben da drüben ganz viele Freunde. Und zwar richtig viele Freunde. Guckt euch das doch mal an. Was da kommt. Kein Wunder, dass das hier so extrem FPS-Zahlen sind. Ich habe mit 100 angefangen vorhin die Folge. Jetzt stehe ich bei 30. Das erklärt einiges. Dich möchte ich nicht. Ganz kurz nach hinten wieder blicken. Wir haben noch 28 übrig. Oh mein Gott, ist das gerade schlecht. Ich bitte euch jetzt mal ganz kurz wegzuschalten. Erst wieder einzuschalten, wenn alle Zombies tot sind. Das wird aber erst in der Folge nächste Woche sein, weil ich hier gerade nicht treffe. Wie kommen denn noch von euch? Guckt euch das doch mal an. Zack. Zack. Und zack. Jetzt gerade klappt's. Der war nicht gut. Aber ich hab's auch gejinxt, indem ich's gesagt habe. Zack und so. Man soll es halt auch nicht übertreiben. Ich habe natürlich auch die Pistole, aber ich möchte die Munition dafür eigentlich gar nicht verschwenden, wenn ich hier doch noch relativ einfach habe. Ich meine, es ist mittags. Drüben kommt auch noch wer. Von links höre ich auch schon welche tapsen, glaube ich. Oder auch nicht. Was ist denn los mit euch? Woher kommt ihr alle? Das ist eine ganze Völkerwanderung hier. Ich weiß, du bist nicht tot. Das ist mir durchaus bewusst gewesen. So, noch 6 Schuss mit dem hier. Noch 5 Schuss. Kleine Drehung für diese Dame. Ja, wollt ihr mal ganz kurz in Ruhe sein? Wir haben hier 15 Uhr. Oh. Okay, ich habe ab und zu einen kleinen Wackler in meiner Tastatur. Dann bleiben einfach W, A, S oder D stecken, sodass ich einfach weiterlaufe, ohne dass ich was gemacht habe. Das ist sehr irritierend teilweise. Toll. Jetzt muss ich mit Steinpfeilen schießen. Aber ein Level up.
Aufgrund meiner großen Künste. Und das nur, weil ich einen Shotgun Messiah looten wollte. Ich guck ganz kurz einen Blick auf die Uhr, weil ich gerade so leicht panisch war. Weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt schon eine Zeit lang hier am Rumballern. Und es wären einfach nicht weniger. Die Typen sind ja nervig. Die Dame hier geht noch. Wenn man ihn trifft. Aber wir müssten jetzt bei 19 Minuten etwa sein. So, jetzt mal ganz kurz hier warten. Bea, hilf mir mal. Los. Das Schlimme ist ja auch, ich konnte die ganzen Zombies, die ich getötet habe, nicht looten. Wow. Und noch so ein Freund. Komm. Hinter mir ist alles ruhig. Der Typ ist tot. Die Dame leider nicht. Aber jetzt. Das Essen ist mir egal. Der Crawler. Ach, lass mich jetzt auch in Ruhe. Den habe ich sogar auch schon getötet. Das war unerwartet. Munitiones. Das ist schön. Vielleicht haben wir auch alles aufgeräumt. Das Geräusch von links müsste der Crawler sein. Ja. Aber da kommt schon wieder eine dazu. Die wollen aber auch nicht aufhören, gell? Es hört einfach nicht auf. Ach verdammt, da habe ich noch einen Slot belegt. Da ganz da hinten ist noch einer, aber der ist irrelevant. So, sie nerven mich. Ich hasse Crawler. Ich hasse sie einfach wirklich. Okay, Moment. Nochmal ein Bier. Damit ich hier mit voller Energie zuschlage. Na also, Nummer 1. Und Nummer 2. Endlich. Ich hab dich gehört, aber ich wusste nicht, wie nah du bist. Heavy Armor haben wir jetzt auch noch geskillt, weil wir die Leather, die Iron Boots gefunden haben. Dich will ich noch looten. Toll. Hat's nicht gebracht. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Schade, dass ich nicht weiß, wie viele Kills es vorher waren. Ganz kurz gucken. Wir trinken erstmal was. Nutzen dementsprechend einfach die überflüssigen Wassergläser hier. Sehr gut. Des Weiteren essen wir was. Und scrappen dich dann gleich. Perfekt. Soddle. 23 Minuten, also etwas weniger wahrscheinlich. Weil ich keinen Sekundenzeiger gerade auf meiner Windows-Uhr habe. Jetzt möchte ich aber nochmal zu dem Gebäude zurückgehen, in dem ich vorhin war. Und würde gerne den Shotgun Messiah looten. Was ich auch noch machen muss, ist ein paar Steine klopfen demnächst, damit ich an weitere Sachen komme. Eigentlich hatte ich ja vor, dass ich dann sage, okay, hier, ich loot das und gehe dann nach Hause. Ist natürlich jetzt etwas schwierig. Ich glaube, Hintertür ist in dem Fall einfacher. Ist natürlich jetzt etwas schwieriger aus dem einfachen Grund, dass wir zeitlich nicht reichen. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich die Nacht wieder hier verbringen. Werde mich ganz kurz hier mal reinbauen und dann so zumachen. Und dann hier zumachen. Genau. Und fange jetzt mal hier an mit Kisten öffnen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Noch einen guten Shotgun-Receiver, muss ich gleich gucken, ob der bereits eingesetzte besser ist. Hunting Rifle, der ist ganz gut. Das ist mir egal. Was haben wir denn hier im Safe Schönes drin? Immerhin lässt das alles jetzt sehr schnell looten hier. Diesmal werde ich dann aber die Leiter sehr wahrscheinlich nutzen. Ist ja quasi direkt hinter mir. Im Normalfall.
Aus dem einfachen Grund, dann warte ich direkt, was ich zumachen muss. Oh, SMG-Schematic wird gelesen. Was haben wir denn hier? Rocket Launcher Part, AK-Barrel in perfekt, ja. Es gibt natürlich bei Probleme. Shotgun Part ist gut, Magnum Teil brauche ich gar nicht. Shotgun, so. Der Receiver kommt rein, das ist sogar die gute Shotgun, aber das ist auch eine gute Shotgun. Dann nehmen wir dich doch einfach mal raus, ja. Dich nehmen wir auch raus, nee, können wir nicht. Assemble, da kommt die hier rein. Sehr gut, jetzt nehmen wir. Hab ich die weggeschmissen? Auf jeden Fall bist du gescrapped. Was ist los? Hunting Rifle Barrel. Auch nochmal assembled, damit wir dann Platz sparen. So, jetzt haben wir hier die Waffen. Hier haben wir eine Shotgun. Ah, da bist du. Dich wollte ich scrappen. Natürlich. Perfekt. Das sollte es aber gewesen sein. Zeitlich sollte es auch passen. Jetzt müssen wir gucken, wie ich das jetzt mit der nächsten Folge mache. Weil hier drinnen sein ist eigentlich nicht so sicher. Ich würde aber gerne noch ein bisschen looten. Das werdet ihr aber erst sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.